Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute eine Review zu dem Film Don't Buy the Seller. Der ist mir von der Busch Media Group als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich echt gefreut, war ziemlich gespannt auf den Film, habe im Vorfeld schon einiges Gutes darüber gelesen und habe mir den auch jetzt so schnell wie es ging angeguckt. So ein bisschen was zur Story. Das ist jetzt ein bisschen schwierig hier, zu viel zu erzählen, ohne halt zu viel zu spoilern. Ich versuche mich da jetzt wirklich kurz und knapp zu halten, so dass ihr dann auch noch die Chance habt, wenn ihr den Film sichtet, nicht im Vorfeld alles schon über diese Story zu wissen. Also, es geht halt um eine junge Frau, So-Yun, ja. Die ist beim Kauf einer gebrauchten Waschmaschine über so einen Online-Marktplatz à la eBay zum Beispiel betrogen worden und hat eine defekte Waschmaschine geliefert bekommen. Daraufhin stellt sie dann halt bei der Polizei eine Anzeige, aber die Polizei ist so überhäuft mit solchen Betrugsfällen, dass sie halt ihren Fall nicht sofort bearbeiten kann, und daraufhin sagt sie sich dann, okay, dann recherchiere ich da halt selber, ich lasse das nicht auf mir sitzen und suche dann auch online nach diesem Betrüger und findet den auch, ja, also wirklich nach langer Suche findet sie den dann auch und stellt den dann in diesem Online-Marktplatz vor allen anderen Käufern bloß, ja. Als Vergeltung wird sie dann dafür von ihm gestalkt, ja. Und das stellt ihr komplettes Leben komplett auf den Kopf. Ja, das stürzt sie sogar in so ein Chaos, ja, weil ihr Zuhause irgendwie seitdem nicht mehr sicher ist. Und es wird halt so schlimm, dass dann doch die Polizei dementsprechend was unternimmt und wirklich die Ermittlungen gegen einen, ja, so gesehen, ein Phantom aufnimmt, da dieser Betrüger irgendwelche Hackerfähigkeiten hat und echt nicht einfach zu fassen ist. Mehr möchte ich gar nicht sagen, das ist wirklich ziemlich kurz und knapp. Da sind echt so viele Sachen irgendwie, die ich gerne erwähnen würde, aber das würde dann irgendwo ja den Reiz nehmen, den Film sich also selber zu gucken, meiner Meinung nach, weil das wäre zu viel Spoiler. Ich habe natürlich eine eigene Meinung dazu. Ich finde halt, dass mit Don't Buy the Seller wieder so ein richtig guter Thriller aus Südkorea geboten wird, und ich fand halt, das Stalking dieses Betrügers steigert sich wirklich so stetig und macht das Leben dann von Sung-Jung auch wirklich absolut zur Hölle, und je schlimmer das ausartet, desto mehr steigt halt auch der Spannungsbogen. Also das fängt halt relativ klein an, aber ja, mit so Stalking-Sachen, wo ich denke, okay, das ist schon, ja, auf die Idee musst du erstmal kommen, aber das steigert sich immer weiter, und ich hatte echt so teilweise das, also ich war echt beeindruckt von diesem Ideenreichtum, den dieser Stalker da hatte in dem Film, und war teilweise wirklich schockiert und sagte mir dann, ey, wie kommt man auf so Ideen, das ist doch Wahnsinn, aber auch genial halt, ne, um wirklich so einen Terror zu verbreiten. Dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch das Ende des Films so ein bisschen hervorheben, weil das wiederum ziemlich actionhaft war. Da war echt gute Kampfszenen und blutig und so weiter und so fort. Also erstmal viele Thriller und Spannung, und also der sich dann stetig steigert. Und zum Schluss hin dann sogar noch ein actionreiches, gutes Finale. Und deswegen sage ich auch, alles in allem war das für mich ein echt abwechslungsreicher und überzeugender Thriller, also der hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, ich würde gern mehr sagen, möchte ich aber an dieser Stelle nicht, weil das unfair den Zuschauern gegenüber ist, die den Film halt noch nicht gesehen haben, und das wäre zu viel Spoilerei. Ich wiederhole mich. Ja, gut. Ich habe dem Ganzen 7 von 10 Punkten gegeben, hat mich super unterhalten, war echt coole Ideen dabei, hat Spaß gemacht zu gucken. Für die auf Extra stehen, da sind leider keine bei,
Ja, also ich habe mich jetzt nicht dran gestört. Ich brauchte das jetzt auch nicht unbedingt. Ist halt ein Trailer und Trailer-Show für andere Filme, die dann von der Bush Media Group rausgekommen sind oder rauskommen werden. Drauf zählt für mich nicht zu Extras, ne? Also kein Making-of und oder Interviews, ist nichts dabei. Genau, und das Ganze ist schon seit dem 5.9.2024 einmal als Blu-ray hier im KeepCast draußen. Muss auch sagen, hier wieder, wie man es von Bush Media Group kennt, kein FSK-Flatschen, also ein Wendecover dabei. Ich finde das immer super. Und das Ganze ist auch auf DVD im KeepCase erschienen. Ja, für alle, die jetzt hellhörig geworden sind und gesagt haben, oh ja, das klingt doch schon mal vielversprechend, muss ich auch unbedingt mal gucken. Es gibt auch weitere Informationen, die habe ich bei mir in der Beschreibung zur Homepage der Bush Media Group und auch zur Facebook-Seite. Die haben natürlich auch weiteres Bildermaterial, noch mehr Kurzinhalte, Trailers und so weiter. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, ihr konntet mit dieser Review was anfangen. Seid so ein bisschen was schlauer geworden, was den Film betrifft. Vielleicht kanntet ihr ihn ja auch schon oder habt selber schon was davon gehört. Wenn nicht, ja, vielleicht war dieses Video dann doch informativ für euch. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Lasst mir gerne Kommentare da, gerne ein Like, würde mich echt freuen. Gegebenenfalls ein Abo, um dann auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Fände ich auch spitze. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Blockbuster. Ciao.